Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Kaffee ist fertig, also können wir loslegen wie immer. Und zwar folgendes: Heute ein weiteres Video aus der Reihe Fotografieren wie. In dieser Reihe werden wir halt versuchen, den Stil bzw. die Lichtsetzung von bestimmten Fotografen nachzumachen bzw. versuchen, so in dem Style zu fotografieren. Heute ist der Greg Gorman dran. Greg Gorman ist einer für mich der besten Fotografen der Welt. Viele seiner Fotos habt ihr ja schon gesehen, ohne es zu wissen, dass das seine sind. Ob das jetzt Johnny Depp ist oder zum Beispiel sein Foto, sein Porträt Johnny Depp bei Piraten aus Karibien. Warhol-Porträt, das schwarz-weiße, ist sehr berühmt. Audrey Hepburn hat er fotografiert. Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves. Also wirklich die ganz großen Stars von 60er bis jetzt waren immer dabei und sehr viele diesen Stars sind auch seine sehr gute Freunde. Ich durfte mit Greg Gorman in Deutschland zum Beispiel auf der Tour, wo der Vorlesungen gehalten hat, zu seiner Geschichte, zu seinen Fotos, wieder fotografiert, durfte ich zum Beispiel da schon den begleiten und da auch kennengelernt und konnte ich so ein bisschen über die Schulter schauen, wie der das macht, dass seine Fotos so grandios aussehen. Seitdem halt sind wir in Kontakt geblieben. Sehr guter Bekannter von mir. Ich schicke ihm immer wieder Fotos und frage halt ihn nach seiner Meinung. Da gibt er mir so zwei, drei Tipps, wie das ich das Licht besser setzen könnte und so weiter. Und ich dachte mir, nachdem ich mit ihm darüber gesprochen habe, dass ich euch heute eigentlich diese Methode von Greg Gorman vorstelle. Fangen wir an mit dem Equipment. Als erstes, Greg Gorman fotografiert mit Sony-Kameras, beziehungsweise teilweise jetzt auch schon mit Fuji, mit der GFX 100, wegen halt den Details, die diese Kamera liefert. Aber wie gesagt, damals, als wir halt als ich als ein Assistent war, fotografierte er mit Sony mit einem Objektiv 70-200. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der Porträts mit 70-200er fotografiert. Weil das war eher so für mich das Zoom-Objektiv. Aber wie gesagt, die Fotos sind so grandios geworden, dass ich das tatsächlich auch bei diesem Tutorial benutze. Also ich benutze tatsächlich auch 70-200 Objektiv. Ob jetzt an eine Nikon oder an Fuji Kamera, ist zweitrangig. Letztendlich geht halt um die Möglichkeit, mir das Objekt ein bisschen ran zu zoomen. Okay, zweitens Lichtverhältnisse. Porträts shootet der Greg Gorman erstens mit einer Rotolight-Lampe, also meistens Dauerlicht. Rotolight-Lampen gehören nicht zu den billigsten, aber tatsächlich, wenn es um Qualität des Lichtes geht, wirklich gehören zu den Top-Modellen für mich persönlich. Ich habe keinen eigenen, deswegen bedanke ich mich an Designer Factum und an Andreas, dass der mir den genau für diesen Tutorial ausgeliehen hat. Und ich durfte den halt mitnehmen und den halt so über Wochenende testen, um halt euch diesen Tutorial vorzubereiten. Deswegen nochmal, in meinen Videos, wenn ich Equipment benutze, ist das entweder mein Equipment oder ich habe das von Freunden und Bekannten geliehen. Es ist keine Dauerwerbesendung. Auch wenn ich euch jetzt hier den 70-200er, den ich bei meinen Nikon benutze von Sigma, nein, Sigma bezahlt mich nicht dafür. Das ist mein Objektiv, den ich mir gekauft habe. Das nur so als Einwandbehandlung, weil mir wurde schon mal unterstellt, dass ich meine Videos nicht als Dauerwerbung markiere. Drittens ist tatsächlich Greg Gorman fotografiert in sehr dunklen Räumen. Je dunkler, desto besser. Deswegen, wenn wir also draußen hell haben und das Studio nicht abgedunkelt werden kann, gibt es von Sunbounce sogenannten, jetzt kommt's, Greg Gorman Cage. Das ist ein Zelt mit schwarzen, weißen und weichen Tüchern, mit dem man so ein bisschen das Lichtverhältnis, ob im Studio, on location oder halt in Outdoor-Bereich, kontrollieren kann. Ich gebe gerne zu, das Teil ist extrem teuer, kostet um die 2000 Euro, glaube ich. Ich werde das euch tatsächlich alles verlinken in meiner Beschreibung. Aber tatsächlich diesen Greg Gorman Cage, wenn ihr keine Möglichkeit habt, das Studio abzudunkeln oder ihr fotografiert überwiegend draußen und ihr habt keine Kontrolle über das Außenlicht,
ist das tatsächlich eine sehr geile Investition. Muss ich ehrlich sagen, das Ding hätte ich gerne, habe ich nicht. Ich habe das von Guido Kapp genutzt, weil wir halt das Studio-Shooting in seinem Studio in Seersheim gemacht haben. Link zu dem Studio packe ich euch auch in der Beschreibung. So, das war kurz zu Equipment, also One Light Situation, ein Licht bei ihm Rotolight. Das habe ich halt ausgeliehen von Andreas. Danke nochmal, Andreas, dafür, um euch zu zeigen, wie das Licht leuchtet. Also, das ist echt das Licht 1A. Wenn ich irgendwann mal demnächst wieder mal endlich mal Konzerte fotografieren kann, hole ich mir so ein Teil. Zweitens, die Linse ist 70-200. Und drittens dunkle Räume. Aber lass uns mal kurz anschauen. Ich habe so ein paar Aufnahmen im Studio aufgenommen und werde euch erklären, was da passiert. Okay? So, dann geht's los. So, als Erste musste natürlich die Hanna wieder dran glauben, meine Lieblings-Make-up-Artistin. Die war wieder mal einverstanden, für mich Modell zu stehen. Ich fotografiere sie auch gerne. Und zweitens, Hanna ist halt eine Make-up-Artistin, die auch perfekt geschminkt war für dieses Foto, und das muss man auch sagen. Und wir können rumshaken und halt einige Testläufe immer wieder machen. Dementsprechend musste sie als Erste dran glauben. Wie ihr ja seht, außerhalb von dem Cage ist es relativ hell. Es war mitten am Tag im Studio von Guido Kapp, wo wir geshootet haben, gibt es sehr viele große Fenster, die dann dementsprechend das Ganze hell aufstellen. Mit diesem Cage, mit diesem Greg Gorman Cage von Sunbounce konnten wir das Ganze, die kleine Ecke, abdunkeln. Ich habe angefangen, erstmal mit das Licht einzustellen, also halt sowohl von der Stärke auch von dem Winkel, um halt das perfekte Porträt zu schießen, weil ich tatsächlich genau diesen Style von Greg Gorman erreichen wollte, und ich glaube, Hannah war da auch extrem zufrieden. Ich habe gerade mal in diesem Moment ein bisschen Licht runtergedreht, weil das Licht extrem stark ist. Also wenn jemand schon mit Rotolight-Lampen gearbeitet hat und längere Zeit da reingeguckt hat, man erblindet. Die Lampen sind relativ klein, aber schwer, und die sind stark. Also ich fahre da gerade, glaube ich, bei 20% der Stärke, und die Hanna kann da nicht allzu lange in das Licht gucken. Ich wollte einfach auch ein seitliches Porträt machen. Man sieht es nicht in dem Video, aber ich bewege mich mit meiner Kamera nach links und rechts und suche tatsächlich weiterhin, abgesehen vom Licht, auch den perfekten Winkel. Jetzt zeige ich wieder mal das Foto der Hanna. Hanna ist total zufrieden. Also, nächste dran, die liebe Luisa. Die liebe Luisa musste jetzt auch dran glauben. Erstmal, wie gesagt, für das seitliche Porträt habe ich erstmal das perfekte Licht gesucht. Da ich die drei Fotos dementsprechend, gleich kommt noch Marc, nebeneinander stellen wollte, habe ich mich für die rechte Seite entschieden. Bei Luisa war die große Herausforderung, waren ihre Haare. Die hat lockiges Haar, sehr schönes, starkes Haar und sehr viel Haar. Das ist gerade nicht das Einfachste, weil man hat immer gewisse Strähnchen im Gesicht. Und ich sprach gerade auch direkt mit Hanna, die halt die Haare korrigiert hat und die in ja, perfekten Lage abgelegt hat, sodass ich da dementsprechend keine Störfaktoren im Gesicht hatte, und ich fing an zu schießen. Erstmal ein lachendes Porträt, was leider bei dem Licht nicht so gut rüberkam. Aber dafür hatte ich eine Idee, dass ich das Licht ein bisschen stärker mache, um halt diesen typischen Dreieck, der auch bei Fotos von Greg Gorman dabei sind, zu erzeugen. Da sind wir noch nicht so weit. Man sieht zwar schon auf der linken Seite relativ viele dunkle Stellen, aber das ist noch nicht das, was ich da erreichen wollte. Deswegen korrigiere ich nochmal die Lampe und lasse die Lampe jetzt noch nicht. Jetzt wird es mir noch zu hell. Das wird ihr sofort merken, dass ich die Lampe einmal nach hinten stelle, weil es einfach mir zu hell ist. Das Gesicht ist noch nicht so belichtet, wie ich das gerne hätte. Das ist mir auch ein bisschen noch zu hell, deswegen, wie ihr seht, gehe ich mit der Lampe nach hinten, so dass es natürliches Schatten auf der rechten Seite im Gesicht von Luisa entsteht. Wie ihr seht, genau das Foto, was man jetzt sieht, habe ich so geschossen, und das sah echt grandios aus.
Hanna geht wieder dran, klar, Haare, ein altes, leidiges Thema, aber dafür hat man einen Make-up-Artisten auch beim Shooting. Deswegen, wenn ihr eine braucht und aus dem Raum Düsseldorf kommt, Köln, schreibe mal Hanna an. Für viele von euch, glaube ich, wenn ihr sagt, ihr kommt von mir, gibt es auch bezahlbare Preise. Jetzt habe ich versucht, tatsächlich mit Luisa auch ein seitliches Porträt zu machen, um halt damit wir so einen gewissen, ja, auch Stimmungsfoto haben, aber auch dementsprechend tatsächlich mit einem Lichtsetup von Greg Gorman. Ich mag das Foto, das seht ihr jetzt, genauso wie Luisa. Ich liebe das Foto. Also das Foto finde ich richtig geil. Und ja, einziger Nachteil ist, ich habe das falsche Auge fokussiert. Deswegen wirkt das ein bisschen unscharf. Jetzt kommt mein Assistent, der liebe Marc. Und den habe ich auch fotografiert. Für mich war die Herausforderung erstens, Marc trägt Brille. Was viele von euch wissen, wenn man Blitz oder mit Dauerlicht fotografiert, ist das immer ein Störfaktor. Zweitens, Marc trägt immer ein Käppi. Das Käppi hat er immer an, und das ist halt sein Zeichen. Deswegen Fotos ohne Käppi, ich glaube nicht, dass da jemand ihn dann auf der Straße erkennen würde, weil der immer mit dem Käppi unterwegs ist. Deswegen musste ich das Licht ein bisschen umstellen, ein bisschen tiefer stellen, damit ich diesen Dreieck, den man halt unter dem Käppi sieht, ein bisschen abschwäche. Nichtsdestotrotz, wie ihr seht, ist das Licht auch schon perfekt gestellt, weil die rechte Seite ist richtig geil beleuchtet. Und die linke verschwindet in Dunkelheit. Das ist so typisches Zeichen für dramatisches Porträt von Greg. Deswegen liebe ich auch seine Fotos, weil diese Dramatik, diese gewisse Ausdrucksstärke in den Augen, das ist das, was die Fotos von Greg Gorman halt von den anderen unterscheiden. Hier habe ich aber versucht, nochmal, wie gesagt, Profilfoto zu machen. Was nicht so ganz geworden ist, wie ich das gerne hätte. Kurz nochmal zu dem Cage. Sunbuns produzierte in der Standardausführung haben wir da andere Tücher. Das ist wirklich die Version von Princess for One Day, die Guido Carp mit auf die Tour nimmt. Aber wie gesagt, schaut euch im Internet an. Ich verlinke euch auch den Cage. Und der ist teuer, aber es ist sein Geld wert. So war die Situation im Studio. Die Fotos habt ihr gesehen, weil ich habe da euch bei jedem der Models tatsächlich kurzes, kurzen das Foto eingeblendet. Und genau so habe ich die Fotos fotografiert im Studio. Ich finde halt alleine diese Tatsache, dass wir extrem dunklen Ecke haben, also diesen Greg Gorman Cage, was ihr im Video gesehen habt, habe ich komplett abgedunkelt, tatsächlich beim Fotografieren. Und dann halt mit den Lampen rumgefahren. Man muss dazu sagen, Greg Gorman nimmt sich, bevor der auslöst, extrem viel Zeit beim Porträt und wandert mit der Lampe und selber um das Model, um den besten, interessantesten Winkel herauszufinden. Bei ihm dauert das längste, was ich erlebt habe, waren ca. 10 bis 15 Minuten, wo der einmal um das Model mit Licht, mit Schatten rumgespielt hat. Näher, weiter, stärker, schwächer. Also der schaut tatsächlich, dass er das Beste aus dem Model rausholt. Und sehr oft sind das auch normale Fußgänger, die er anspricht und sagt, ja, Sie haben ein interessantes Gesicht. Kommen Sie mal mit, mein Name ist Greg Gorman, ich bin Fotograf, ich würde Sie gerne fotografieren. Das habe ich einmal bei ihm in Düsseldorf erlebt. Und da sind grandiose Fotos entstanden. Aber, nicht jeder hat eine Rotolight-Lampe, die kostet wie gesagt ein 7 oder so die Ecke. Nicht jeder hat Greg Gorman Cage. Man hätte aber trotzdem gerne die Fotos gemacht. Deswegen habe ich ja diesen Shooting tatsächlich nochmal zu Hause nachgemacht. Also, ich habe den Vorteil, dass meine Wohnung dunkel abgedunkelt werden kann. Ich habe Außenjalousien, deswegen wird in meinem Zimmer komplett dunkel. Und ich habe keine Rotolight-Lampe, deswegen habe ich mir auch eine Ringleuchte genommen, weil ich keine Flächenleuchte habe. Bei Ringleuchten muss man aber aufpassen, dass je näher man kommt, desto dunkler die Mitte wird. Das nur so als Info, deswegen wird ihr auch gleich im Video sehen, da werde ich auch alles besprechen mit euch, wie so ein Foto halt zu Hause entstehen kann. Und dann werden wir das Foto bearbeiten. So Leute, heute wird es ein bisschen dunkler, aber bei den Fotos von Greg Gorman ist das immer so. Wie gesagt, immer so
wie bei dem Greg 7200er von Sigma, die Sportserie. Und hier ist auch mein Neffe, der Fabi. Der hat sich bereit erklärt, ein bisschen Zeit für mich zu nehmen, damit ich für euch halt diesen Homeshooting mit Greg Gaumann Style bearbeiten kann. Wir fangen damit an, dass ich erstmal das Hauptlicht ausschalte und halt mit dem Seitenlicht arbeite. In dem Fall halt Rollei-Ringleuchte. Wie gesagt, die Rotolight-Lampen sind extrem teuer, deswegen, wie gesagt, musste ich die ausleihen von meinem Kollegen. 1700 Euro für eine Lampe ist schon mir ein bisschen zu viel, aber wie gesagt, ich hoffe, in naher Zukunft kommt auch eine bei mir an. So, dann schießen wir los und ich werde euch alles erklären. Es herrscht die Dunkelheit. Ich hab alles in Dunkel. Schön! Also, erst extrem was wichtig jetzt ist in den ersten Momenten, ist tatsächlich das Model anzuschauen. Und aufgrund dessen, wie er seinen Kopf dreht oder zu welcher Seite es neigt, findet man relativ schnell seine auch führende halt Seite von dem Gesicht. Da kann man schon mal sich einstellen, dass die besser auf den Fotos aussieht. Bei Fabi ist das meistens die linke Seite. Dann stell dich weiter in der Mitte. So, damit ich genug Platz habe. Noch weiter, also so, ja. Der Vorteil von der Ringleuchte ist tatsächlich, dass man da auch dementsprechend ein bisschen die Stärke einstellen kann. Schau mich an, ganz nur nach vorne. So, dann machen wir einmal Testshoot. Ja, da sind wir schon ziemlich nah dran. So. Dramatisch. Wie ihr auf dem Foto seht, in der Ecke ist das, sagen wir so, die linke Seite schon extrem dunkel. Deswegen werde ich das Licht umstellen, ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen mehr seitlich, sodass auch die rechte Seite von dem Gesicht von Fabi beleuchtet wird. Du schaust erstmal mich ganz gerade aus. So, wie ihr auf dem Foto jetzt hier seht, ist das mir noch ein bisschen zu wenig. Ich zeige immer die Fotos dem Model, habe ich auch schon mal erzählt. Ich gehe noch ein Stück weiter und verändere die Neigung des Lichtes, dass das ein bisschen an dem Fabi vorbei leuchtet. So, jetzt sind wir schon mal da, wo ich sein wollte, dass die andere Hälfte auch ein bisschen beleuchtet wird. Und jetzt werde ich tatsächlich mit dem Gesichtsausdruck, Augenausdruck und halt mit ja, Richtung, wo er gucken soll, arbeiten. Also erstmal komplett Kopf, erstmal ganz gerade, ganz stopp. Jetzt ein bisschen mehr die Nase runter, ja, und ein bisschen mehr zu Licht, stopp. Ja, wir sind schon fast dort, wo ich sein wollte. Wie gesagt, ich shoote wie immer in RAW, damit wir auch das schon schön bearbeiten können. Noch ein bisschen zum Licht mit dem Kopf. Ja? Du kannst auch jetzt in Licht gucken einmal. Ja. Und wenn man fokussiert, grundsätzlich immer das Auge fokussieren, das näher an den Fotografen ist. Das sieht schon mal geil aus. Yes. Wobei das Problem ist tatsächlich jetzt die Ringleuchte. Die spiegelt jetzt in den Brillen. Ja. Ja, also müssen wir den Fabi ein bisschen mehr zurück zu mir. Noch. Kopf ein bisschen runter. Jetzt habe ich das Ganze weg. Also zu das dir oder zur Ringleuchte? Gucken zur Ringleuchte. Okay. Bisschen mehr nach unten die Nase. Ja, das ist mir aber dann halt zu tief. Bisschen höher gucken. Bisschen höher noch. Stopp. Das ist so ein kleiner Trick, die Brille ein bisschen runternehmen. Da kann man einfacher das Licht wegretuschieren. Ja. Da sind wir schon fast da, wo ich sein will. Wir machen das nochmal, aber ein bisschen mehr Kopf zu mir. Also jetzt wirklich frontal an mich anschauen. Kopf leicht zur Seite. Noch ein bisschen mehr weiter weg, also ungefähr mit der Nase auf Finger gucken.
Okay. Und mit Augen zu mir. Ja, das ist zu viel. Noch wenn zurück. Stopp! Mach mal komplett andere Seite einmal. Okay. Und jetzt, wenn der Frontal steht zu mir, tatsächlich fokussiere ich das hellere Auge. Ja, viel besser. Also das sieht schon mal richtig geil aus. So, das ist erstmal alles von mir. Wir werden gleich sofort das Foto auch bearbeiten, sodass das Fabi das fertige Produkt mitnehmen kann. Und euch, ja, viel Spaß beim Retuschen, ne? Bis gleich. So, und genauso habe ich das Foto, wie gesagt, einmal zu Hause nachgemacht. Also halt ohne teuren Equipment, weil die Ringleuchte von Rollei kostet, glaube ich, um die 100 Euro. Die Kamera, okay, die habe ich schon, also 70-200 hatte ich auch. Ein Stativ, okay, ich hatte zu Hause keinen mit Rollen, zu Hause brauche ich auch keine Rollen tatsächlich. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich es nicht ändern soll. Ganz normaler Stativ, ein Modell, ein Licht, ein Dauerlicht dementsprechend, damit auch ich direkt sehe. Eine Kamera, ein Fotograf, das Foto passt. Das ist genau die Methode, mit der Greg Gorman fotografiert. Und ich finde seine dramatischen Porträts, weil die machen wir jetzt, extrem geil, extrem ausdrucksstark, extrem lichtstark. Also das sind richtig geile Kunstwerke, also für mich persönlich. Aber lass uns mal das Foto genauso wie Greg Gorman das bearbeiten. Bei Greg Gorman muss ich dazu sofort sagen, passiert 80% in Lightroom und nur 20% in Photoshop. Das ist kein Retuscherer, der die Fotos sind Anführungszeichen fast out of cam, bis auf so vielleicht Pickelchen entfernen und Licht anpassen. Logischerweise Licht anpassen. Aber lass uns mal das Foto bearbeiten und ja, lass uns loslegen. So, da haben wir jetzt die Fotos zum Lightroom importiert. Und jetzt werden wir die Fotos halt dementsprechend auswählen und bearbeiten. Ich werde mich tatsächlich da eher an die Bearbeitung von Greg Gorman halten und euch tatsächlich erklären, wie er arbeitet. Fangen wir erstmal damit an, dass ich erstmal die alle Fotos markiert habe und dann mit F2 dementsprechend allen Namen ende. Also so, also Name des Models, Photoshop gegen Copyrights. Okay, einmal umbenennen. So, jetzt haben wir auch die Fotos. Jetzt werden wir da erstmal auswählen und schauen, was ich mir da mitnehme. Okay, Foto Nummer 1 ist eine absolute 1. Foto Nummer 2, lass uns mal schauen. Ah, das ist viel zu dunkel. Da sind wir schon in den Bereichen, wo ich hin will. Leicht aufhören. Ja. Was sehr gerne ich mache, das ist genau der Trick, den mir Greg Gorman beigebracht hat. Ich nehme ein Lineal und versuche die Augen auf eine Linie zu drehen. Dementsprechend sieht das besser aus. Jetzt gehe ich einmal auf Schwarz-Weiß, schaue mal, was das System mir gemacht hat, also Lightroom automatisch. Gehe noch ein bisschen heller in den Strukturen, versuche noch ein bisschen Tiefen rauszuholen. Lichter minimal runter, sonst wird es zu flach. Dann ziehe ich ein bisschen Schwarz hoch und Weiß. So, das könnte ungefähr das Bild, was mir gefällt. Der kriegt von mir eine 3, ich komme gleich wieder zurück an dieses Bild, das ist nicht so meins, das ist ein bisschen zu schwach. Das könnte vielleicht auch ein Bild sein, was mir gefällt, ich schaue mir das ein bisschen genauer an. Leider habe ich da mit der Schärfe nicht so ganz getroffen, so wie ich das sehe. Ja, das ist ein bisschen zu unscharf. So. Das Foto würde mir gefallen, aber wir haben hier so schon mal dieses
Blinkleuchter, die in den Brillen spiegelt. Hier auch. Hier ist der Blickausdruck. Das sieht schon mal besser aus. Das gefällt mir, glaube ich, auch so von der Pose. So, tief ein bisschen rausholen. Ja. So, dann gehen wir in Schwarz-Weiß. Das sieht schon mal geil aus. Das muss zwar natürlich gekroppt werden, aber das kriegt auch eine 3. Und dementsprechend gehen wir ein bisschen weiter. Also wie gesagt, es ist extrem wichtig, sich bei den Fotografien auch Zeit zu lassen, um den halt Model wirklich das rauszuholen in den Augen, was man gerne hätte. Hier habe ich Bewegungsunschärfe. Ich denke mal, dass die Zeit ein bisschen zu kurz war. Ja, das war 160. Ich hätte da vielleicht das Licht ein bisschen heller stellen sollen. Und dann dementsprechend das Ganze ein bisschen reduzieren, also von den Zeiten verkürzen. Und das gefällt mir gar nicht, diese Pose. Hier sind wir schon relativ gut, meiner Meinung nach. Ja, das könnte hinhauen. Ich stelle mir das erstmal gerade von den Augen her. Ja, das ist ein bisschen zu viel. So, das könnte schon sein. Ich gehe kurz mal mit Sättigung runter, um zu gucken, wie das aussieht. So, dann ziehen wir mit ein bisschen Schwarz, Tiefen ein bisschen erhöhen, damit wir die Haarstruktur nicht verlieren. So. So, und wie sieht das jetzt in Schwarz-Weiß? Okay. Dann wollen wir mal. Gehen wir einmal kurz. So, das könnte schon mal aussehen, gut aussehen. Gehen wir weiter. Ja, in die andere Richtung gefällt es mir auch nicht und hier auch nicht. Okay, ich lasse mir einfach nur die Bilder anschauen, die 3 Sterne haben. Und dann werden wir uns aussuchen, was wir tatsächlich bearbeiten. Das wäre mal so Dreierregel. Nein, das will ich raus. So. Schauen wir uns mal das kurz in der Bibliothek und werden mal meine Auswahl gucken, welche wir nehmen. Also ich finde tatsächlich immer noch das erste Foto am besten. Ich werde das tatsächlich jetzt direkt in Photoshop bearbeiten, aus mehreren Gründen. Wir haben einige Unreinheiten im Gesicht von Fabian, die ich dann halt jetzt beseitigen will. Das dauert jetzt ein bisschen, also abwarten. So, Adobe Shop geht auf. Ja, ich habe gerade so ein paar Konzertfotos bearbeitet und die angepasst. Deswegen diese Lichtquelle. So. Dann schauen wir uns mal an. Dauert einen Moment. So, wir haben jetzt das Foto direkt in Schwarz-Weiß. Ich weiß, man sollte Schwarz-Weiß nicht bearbeiten, aber wir fangen schon mal an. Einige Fehler, die ich korrigieren will, werde ich halt über Frequenztrennung machen, weil das immer das einfachste und das bestaussehende. Einfach die Strukturen und die Lichter, korrigieren. 25 müsste passen, das ist ungefähr der Standardwert bei mir, bei den meisten Fotos, die ich da dementsprechend nachbearbeite. Okay, wir haben es und fangen jetzt erstmal die kleinen Korrekturen zu nehmen. Mit einmal Stempel und schießen wir mal los. Wie man sieht, hier werden wir tatsächlich auch in Farben gehen müssen. Das bleibt uns nie nicht übrig. Das ist bei vielen Fotos so, dass wir gerade in Schwarz-Weiß-Bereichen sehr viele
Fehler auf den Farben haben, weil Graus ist tatsächlich eine Farbe, wo man solche Verfärbungen auch relativ schnell sieht. Deswegen gehe ich mal kurz auf die Farben, korrigiere die Lichter. Bisschen kleiner. Man könnte das zum Beispiel auch mit Mischpinsel machen, aber da ich den euch selber noch nicht gezeigt habe, will ich da auch noch nicht reinsteigen und euch verunsichern. So. Wie ihr seht, aber die Augen sind extrem scharf. Hier noch ein paar Unreinheiten im Gesicht. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, Greg Gorman arbeitet da nicht so viel in diesen Bereichen. Ja, also tatsächlich ist das eher so mein Fimmel. Ich mache nochmal eine neue Ebene, die aus allen Ebenen besteht und mache da drauf einmal den Hochpassfilter. Ich will auch einige Stellen ein bisschen nachschärfen. 1,8 würde ich sagen, müsste passen. Das Licht, das kennt ihr auch aus meinem Video, nachschärfen ist eben mal hier. Kurz mal nachschauen, wie das Ganze funktioniert. Ich mache jetzt eine schöne Maske auch noch, invertiere die und lasse die Augen einfach nachschärfen mit 70% Pinsel. So. Schwarz auf schwarz, es schmalzt sich schwer. Und dann so ein paar Strähnen in dem Bart auch ein bisschen nachschärfen. Wie ihr seht, oder auch nicht. Verbessert das den Look. Jetzt, was ich noch mache, ist tatsächlich ein bisschen die Augen ausarbeiten und einmal zwar über Gradationskurve. Ich schaue tatsächlich jetzt nur auf die Pupillen, dass die heller werden. Alles andere ist mir eigentlich egal. So, einmal die Maske invertieren. Wie immer in meinen Tutorials seht ihr, dass ich da extrem viel Wert auf die Augen lege. Und jetzt vielleicht mal tatsächlich mit 20% das Innere des Augen leicht aufhellen. Obwohl man sieht, das ist schon relativ viel. Sieht das noch natürlich aus. Ist ein bisschen zu viel. Ich gehe einmal runter. So. Und dann würde ich tatsächlich vielleicht mal noch eine neue Ebene machen für die Haare. Damit die ein bisschen mehr zur Geltung kommen, gehe ich einmal auf Camera Raw Filter. Und gehe da tatsächlich ein bisschen mit der Clarity bzw. Klarheit ein bisschen hoch. Bisschen mehr Struktur in die Haare und ein bisschen mehr Kontrast. So, dann machen wir eine schöne Maske. Wenn der Computer fertig ist. So, die invertieren wir und gehen kurz über die Haare mit einem Pinsel von 20% vielleicht erstmal. So, was ich noch hier an Problemen habe, ist tatsächlich ein bisschen hier diese Fläche, die ist mich ja ein bisschen zu unnatürlich, beziehungsweise die muss ich ein bisschen abflächen. Jetzt gehe ich tatsächlich einmal in Mischpinsel. Mit normaler Spitze hätte ich gerne, aber den. Einen Moment. So. So. Das soll nicht einfärben, also machen wir mal nur so. Also sprich, das Ganze will ich bisschen. Ja, das wird nicht funktionieren. Dann gehen wir einmal mit aufhellen, ne? 10% vielleicht.
So. Und dann. So, das sieht schon mal viel besser aus. Und da haben wir es. Können da dementsprechend das Foto zu Ende bearbeiten. Ein bisschen retuschieren in den Bereich von Stirn, Wangen und so weiter. Aber das Grundprinzip habt ihr verstanden. Ich mache noch eine neue Ebene und werde eine obere neue Ebene und werde euch noch ein bisschen Camera Raw Bearbeitung zeigen, wie das Ganze aussieht. Also wir gehen einmal in Camera Raw. Ich will da ein bisschen mehr Kontraste reinkriegen, ja. Minimal aufhören, Kontraste ein bisschen. Die Tiefen vielleicht noch mal ein bisschen ausarbeiten, das Schwarze schwärzer machen, also wirklich schon mal fast in Unermessliche und ein bisschen Clarity, sodass das Ganze so ein bisschen mehr Spaß macht. Dann gehe ich mal kurz in Effekte, werde das Ganze noch minimal vignettieren, weil dieses Bereich ist mir zu hell. Ja, und dann schauen wir uns noch mal, ja. Das müsste eigentlich so in dem Sinne passen. Schaut euch das vorher nachher an. Ich zeige euch auch. So, das ist das Bild vorher. Das ist das Bild nachher. Wir haben da auch nicht viel von der Struktur der Haut und so weiter bearbeitet. Aber das Foto wirkt automatisch wesentlich besser. Okay, das war jetzt das letzte Mal, dass wir uns mit dem Thema Greg Gorman Porträt, dramatisches Porträt befasst haben. Wollt ihr ja mehr wissen, werde ich da tatsächlich dazu ein sehr ausführliches Tutorial machen mit verschiedenen Lampen und verschiedenen Lichtsetups, dass man da tatsächlich ein bisschen auch ins Detail reingeht. Wenn ihr da Interesse habt, um zu erfahren, wie man fotografiert mit Greg Gorman, David Missy, Guido Kapp und andere Fotografen, einfach in Kommentare die Namen der Fotografen schreiben, damit ich mir deren Arbeiten anschaue, vielleicht deren Tipps von YouTube und so weiter, von den Workshops und so weiter. Und ich werde dahinter kommen, wie sie die Lichtsetzung machen. Ich habe auch mit einigen Fotografen gearbeitet, also wie gesagt, es wird weitere Folgen aus dieser Reihe geben, zum Beispiel Playboy-Fotografie, like David Missy. Oder halt komische Backgrounds wie Don Quixote, falls ihr den nicht kennt, einfach kurz googeln. Also wie gesagt, diese Reihe wird weitere Folgen haben. Wir werden mindestens einmal im Monat uns mit einem Fotografen auseinandersetzen. Der nächste an der Reihe ist tatsächlich wahrscheinlich David Missy sogar. Danach kommt Danny Diamond, für mich einer der besten Fotografen, wenn es um natürliches Licht geht. Studio, seine Arbeiten sind nicht so mein Fall, da bin ich eher so der Anhänger von Lindsay Adler. Nichtsdestotrotz, Danny macht grandiose Fotos im Outdoor-Bereich und die Bearbeitung der Fotos ist auch grandios. Also schaut euch das an, abonniere meinen Kanal, wenn ihr es wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, euer Jan.